Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Video über Nachhaltigkeit im Alltag. Ja, ich werde heute einen Allzweckreiniger machen, denn ich finde, wir putzen einfach mit viel zu extrem scharfen Putzmitteln. Es schädigt absolut die Umwelt, und ja, ich mache den ersten Schritt, indem ich einfach umweltbewusster putze, indem ich meinen Allzweckreiniger selbst herstelle. Wie ich den mache, zeige ich euch jetzt. Ihr habt alles eigentlich schon zu Hause, und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ja, ich war im DM und habe mir von Denk mit diese Pumpflasche geholt, diese Sprühflasche. Ihr könnt auch herkömmliche Flaschen nehmen von eurem Putzmittel. Bevor ihr das wegschmeißt, kann man das auch wunderbar verwenden. Ich hatte jetzt gerade keine, und aus dem Grund habe ich die mir mal mitgenommen. Die kann man ja immer und immer wieder verwenden. Also von daher auch nachhaltig. Dann braucht ihr ganz einfach, um diese Flasche zu befüllen, benutzt ihr 80% Wasser und 20% Tafelessig. Das mache ich jetzt als erstes. Dazu benötige ich wieder einen Messbecher, damit ich keine Schweinerei mache. Also, ich befülle jetzt 80% der Flasche mit Wasser. Und wenn ich das gemacht habe, dann fülle ich die restliche Flasche, also gut 20% von dem Tafelessig, fülle ich noch dazu. Jetzt benutze ich wieder 2 Tropfen von meinem ätherischen Öl. Ich habe Zitrone gewählt, weil ich finde, es riecht sehr erfrischend. Die 2 Tropfen gebt ihr jetzt noch in die Flasche. Das waren jetzt mehr wie 2 Tropfen. Kann passieren. Ja, jetzt schraubt ihr den Deckel drauf. Und dann heißt es gut schütteln. Einmal gut durchschütteln. Und dann habt ihr euer Allzweckreiniger fertig. Ja, ganz einfach, ganz easy. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, wenn ihr mehr über Nachhaltigkeit wissen wollt, setzt die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos von mir. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und über einen lieben Kommentar freue ich mich natürlich sehr. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das wunderschöne Wetter. Und bis die Tage. Ciao.